Hallo, heute geht es um das Thema der Industriebeleuchtung. Und zu dem Anlass habe ich mir unsere Expertin, die Claudia Lüdenbach, eingeladen. Mensch, Claudia, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Christian. Claudia, jetzt erzähl mal einfach, was sind denn so die Trends, über die man gerade im Bereich der Industrie, im Industriebereich spricht? Ja, und Industrieunternehmen stehen natürlich unter Wettbewerbsdruck. Das heißt, Kosten müssen optimiert werden. Es geht um das Wohlbefinden der Mitarbeiter, aber es geht auch um die Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen. Und Trends in der Industrie sind zum Beispiel Industrie 4.0, Steuerbarkeit, Intelligenz, IoT-Fähigkeit, aber auch Lichtqualität. Industrie 4.0, du hast es gerade als Begriff genannt. Erklärst du uns mal kurz, was heißt das? Was sind da die Themen? Ja, Industrie 4.0, die Produktion wird vernetzter, wird digitaler, die Maschinen sprechen untereinander. Da geht es darum, dass man flexibler ist. Das heißt auch gerade flexibel in Produktionsmengen, dass man auf ja, Individualität reagieren kann zum Beispiel. Flexibel ist das Stichwort. Hat das auch Auswirkungen auf eine flexible Beleuchtungslösung, auf die Lichtqualität vielleicht? Ja, Lichtqualität ist natürlich auch ein großer Faktor in der Industrie. Wir sprechen da um Produktionshallen unter anderem. Das heißt, die sind dunkel, es gibt kaum Fenster oder wenig Fenster. Da steht das Wohlbefinden des Mitarbeiters ja auch im Mittelpunkt. Und wir bringen durch Human-Centered Lighting das Tageslicht in die Produktionshalle. Jetzt hast du eben auch den Begriff IoT genannt. IoT, was heißt das und wie kann da Trilux in welchen Bereichen da unterstützen? Ja, wir nutzen ja quasi, oder die Infrastruktur der Beleuchtung ist vorhanden und wir nutzen die Infrastruktur für beleuchtungsfremde Lösungen. Das heißt, man kann Kameramodule integrieren oder auch WLAN-Module. Jetzt möchte man darüber hinaus ja vielleicht auch noch das Licht managen. Und ja, welche Möglichkeiten bietet Trilux da an, das Licht zu managen und dass ich da mehr Überblick habe? Ja, ganz wichtig ist, dass es DALI-fähige Leuchten sind, denn diese Leuchten kann man ins Lichtmanagementsystem LiveLink bringen. Das heißt, die Beleuchtung wird dann vernetzt und kann dann unter anderem durch eine Präsenzsensorik oder auch eine Konstantlichtregelung quasi geregelt werden. Beispiel, wir nehmen wieder die Lagerhalle. Der Gabelstaplerfahrer fährt in Gang A. Das Licht ist leicht gedimmt. Sobald er reinfährt, dimmt es hoch auf 100%. Dadurch habe ich zum Beispiel auch eine Energieeinsparung. Und der nächste Schritt ist, dadurch, dass die Daten in der Cloud liegen, habe ich die Möglichkeit, auch ein Light-Monitoring zu nutzen. Das heißt, ich kann den Energieverbrauch der Beleuchtungsanlage mir zu jeder Zeit anschauen. Jetzt sind das ganz, ganz viele Themen, die du angesprochen hast, wo sich jetzt vielleicht nicht jeder ja so gut auskennt und auch Unterstützung braucht. Welche ja, Services und Unterstützung bietet Trilux da an, um das perfekte Licht zu planen? Ja, wir sind auch Lösungsanbieter Trilux. Das heißt, wir unterstützen beim Projektmanagement von der Planung, von der Installation der Beleuchtungsanlage über Wartung nachher, aber auch darüber hinaus. Das heißt, Finanzierungsmodelle bieten wir an, also Mietmodelle zum Beispiel oder auch Pay-per-Use. Das ist eine verbrauchsabhängige Nutzung von einer Beleuchtungsanlage. Also definitiv ein rundes Paket, so hört sich das an. Und jetzt verrat uns noch mal vielleicht, welche Produkte, welche Highlights hast du denn da gerade, die du uns mal ja, sagen kannst? Welche Highlights gibt es da gerade? Ja, im Industriebereich sprechen wir natürlich über Hallen, Produktionshallen, Lagerhallen, aber auch gebäudenahes Licht, das heißt Beleuchtung auf dem Parkplatz, auf dem Gehweg. Kommen wir mal zu unseren Produkt-Highlights. Da haben wir zum einen die E-Line Next, das ist unser Lichtband, ich würde mal sagen die Allround-Waffe. Dann haben wir die Mirona Fit, die wird eingesetzt in ja, Hallen und in der Logistik, aber auch in Produktionshallen. Und im Feuchtraumleuchtengebiet haben wir die Argon Fit. Die wird auch super gerne eingesetzt in Parkhäusern. Claudia, vielen, vielen Dank für diese echt interessanten Insights. Und wenn Sie jetzt Interesse gewonnen haben, auch dass Ihre Beleuchtungslösung so perfekt und zukunftsgerichtet ist, dann haben wir alle Themen für Sie hier verlinkt. Und deswegen freue ich mich, Sie bald wiederzusehen in einem der Videos. Bis bald.